Nach diesem Video wirst du genau wissen, warum Lehrpläne so wichtig sind und wie du sie vor allem richtig für dich nutzt. Willkommen zurück, Oberstufenschüler. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und heute sprechen wir darüber, warum Lehrpläne so sinnvoll sind, wie du sie auch richtig für dich nutzen kannst. Ja, weil das ist so eine Thematik, wo ich merke, das nutzt einfach fast niemand. Das habe ich einfach sehr lange auch bei uns im Traumabitur-Coaching lange schon erklärt. Deswegen hatten auch viele unserer Teilnehmer so gute Ergebnisse, weil sie halt genau solche Secret-Hacks, sage ich mal, von mir mitbekommen. Und dass es Lehrpläne gibt, ist ja grundsätzlich kein Geheimnis. Aber dass man sie auch einfach extrem gut nutzen kann und wie man sie auch richtig gut nutzen kann, das sind eben Dinge, die wir beispielsweise bei uns im Traumabitur-Coaching sehr gut beibringen. Da übrigens auch kurze Sache dazu, weil viele auch immer wieder fragen, Leo, warum sprichst du mittlerweile in deinen Videos so viel über das Traumabitur-Coaching? Ganz einfach, weil das ist, was unser Unternehmen ist, weil das ist, was wir hier tagtäglich machen und weil das auch das ist, was dir persönlich den allermeisten Mehrwert gibt. Ich weiß, dass diese YouTube-Videos hier sehr gut sind, dass sie sehr vielen schon extrem viel geholfen haben, aber jetzt stell dir mal vor, wenn du nicht einfach nur ein Video einmal am Tag vor mir anschauen würdest, sondern mich als persönlicher Coach hättest, ich persönlich auf deine individuelle Situation eingehen würde, du ständig mit mir Rücksprache halten könntest, all solche Dinge, dann was wäre dann? Ja, welche Möglichkeit, welche Zukunft, welche Art des durch die Oberstufe durchgehen und welche Abiturstufe wäre dann für dich möglich? Ja, deswegen spreche ich so viel darüber, weil ich möchte, verstehst du, ich möchte, dass du dich auf unser Coaching bewirbst, weil du dabei nichts zu verlieren hast. Natürlich kostet das Coaching, ja, und auch, ich kann den Preis nicht konkret nennen, weil wir verschiedene Pakete haben, da machen wir auch teilweise Zwischenpakete, je nachdem, was eben deine Bedürfnisse sind und was auch der finanzielle Rahmen bei euch ist. Ja, das müssen wir halt individuell für jede Person ermitteln und dementsprechend können die Preise dann auch sehr, sehr stark variieren. Aber das Wichtige ist einfach, dass du dich einfach einmal bewirbst, weil für die Bewerbung zahlst du ja nichts und du verpflichtest dich auch zu nichts. Deswegen bewirb dich einfach bei uns. Alles, das Schlimmste, was du zu verlieren hast, ist, dass jemand, mal ein Mitarbeiter von mir aus meinem Team, dich professionell berät, mal wirklich schaut, hey, wo sind denn deine Probleme? Wo möchtest du denn überhaupt hin? Allein schon durch diese Reflektierung wirst du in der Regel schon so viel mehr über dich herausgefunden haben. Und wenn wir dann merken, da können wir dir wirklich richtig gut helfen, dann können wir ja eben auch gegebenenfalls über ein Coaching sprechen und ob wir dich auch zu uns ins Traumabitur-Coaching mit aufnehmen. Aber das nur vorneweg, weil oft immer Fragen zum Traumabitur-Coaching kommen. Bitte stellt da auch nicht die Fragen in die YouTube-Kommentare. Ich habe derzeit leider keine Zeit mehr, die alle zu beantworten, weil einfach hier super viel jeden Tag passiert. Sondern bewerbt euch einfach, entweder Link unten in der YouTube-Beschreibung oder der angepinnte Kommentar. Bewerbt euch einfach und alles wird euch dann da Schritt für Schritt erklärt. Ja, es gibt einen ganz normalen professionellen Prozess, wo wir eben schauen, was brauchst du, was sind die finanziellen Mittel, wie können wir dir da weiterhelfen und dann können wir da eben auch genauer weiterschauen. Deswegen sämtliche Fragen, die ihr habt, einfach einmal bewerben und dann wird auch alles für euch geklärt. Jetzt aber zum Thema des heutigen Videos und zwar zu den Lehrplänen. Und das ist eine super, super wichtige Sache. Es gibt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es gibt für wirklich jedes Bundesland ganz konkrete Lehrpläne für die jeweiligen Klassenstufen, die da eben auch enthalten sind. Und vor allem könnt ihr dadurch dann halt auch wirklich sehen, hey, was steht denn in diesem Fach überhaupt für dieses Jahr an? Und viele sagen so, ja gut, erklärt mir der Lehrer ja sowieso. Das stimmt schon, deswegen brauchst du es nicht zwangsläufig, aber wenn du wirklich das Maximale für dich in der Oberstufe rausholen willst, dann macht es einfach extrem viel Sinn, auf diese Lehrpläne auch zu gehen. Das heißt, gib einfach mal dein Bundesland ein, deine Klasse und dann ein entsprechendes Fach und auf einmal merkst du, wow, da steht all das drin, was der Lehrer mir sowieso jetzt dann auch erklären wird. Und allein nur auch mal am Anfang des Schuljahres jetzt einen Überblick zu gewinnen, was ist denn da alles, ja, was ist denn da alles drin, was kommt denn alles auf mich zu, hilft dir schon mal sehr, sehr stark. Vor allem aber auch kannst du dadurch gerne auch schon mal ein bisschen vorlernen oder du kannst dich auch schon allgemein mit gewissen Dingen befassen. Weil was extrem stark unterschätzt ist, ist, wie sehr unser Gehirn in Schubladen und auch in Schemata denkt. Ja, wir denken ganz oft, mein Gott, ich muss mir Dinge halt öfter durchlesen, dann lerne ich es. Schwachsinn. Das funktioniert auch, nur ist eine der ineffizientesten Lernweisen, die du überhaupt verwenden kannst, wie man das besser macht als bei uns im Traumabitur-Coaching. Aber grundsätzlich da einmal, warum die ganzen Lehrpläne so entscheidend sind. Wenn du einmal in deinem Kopf für jedes Fach und für jedes Schuljahr ein Schema hast, wie der ganze Lernprozess ablaufen wird. Ja, also das Thema machen wir dann das. Das hilft dir einfach extrem stark, weil du dadurch dann halt auch wirklich checkst, ah, okay, jetzt sind wir bei dem Thema, dann kommen wir zu dem Thema, dann kommen wir zu dem Thema. Und du kannst dann eben entsprechend auch vorlernen. Vorlernen bedeutet nicht, dass du alles schon bis ins letzte Detail checkst. Aber wenn du dir einfach nur mal grundsätzlich durchgelesen hast, wofür ist dieses Verfahren überhaupt da, welche grundlegenden Verfahren gibt es da, hast du schon so einen riesen Vorsprung im Vergleich zu deinen Mitschülern. Und was wird passieren? Deine Mitarbeiter
Arbeit wird so viel besser sein. Du wirst gleich in den Unterrichtsstunden viel gezieltere Fragen stellen können, anstatt nur allgemein damit beschäftigt sein, das überhaupt mal zu lernen. Und dann wirst du natürlich auch viel besser grundsätzlich schon mal sein und dann auch in den Klausuren viel bessere Noten schreiben, weil du eben darauf sehr gut vorbereitet bist. Und das ist eben das Entscheidende, dass du da wirklich checkst, hey, darauf kommt es an. Und das Schöne ist, diese Lehrpläne sind für alle kostenlos die ganze Zeit zugänglich, nur nutzt es niemand. Ja? Deswegen bitte, gib das einfach mal ein, schau es dir an und guck dann wirklich, wie kannst du das für dich umsetzen. Das ist auch für jeden, sage ich mal, zu einem gewissen eigenen Grad, was daraus wertvoll ist. Ja, für den einen ist vielleicht, sich dann schon im Buch alles komplett einmal durchzulesen oder so. Für die andere Person ist es nur wertvoll, überhaupt erstmal einen Überblick zu haben. Aber dann checkst du vor allem auch, aus welcher Perspektive denkt der Lehrer. Das ist auch so ein Aspekt, den beachtet fast niemand. Wir sehen immer nur uns als Schüler und der Lehrer steht halt irgendwie vor mir. Ja, das stimmt schon. Aber der Lehrer hat eigentlich nur eine konkrete Aufgabe. Und zwar den Lehrplan, der da im Internet steht. Da hat der Lehrer bestimmt nochmal detailliertere Unterlagen. Aber genau diesen Lehrplan euch zu vermitteln. Das bedeutet, auch für diejenigen, die immer sagen, ja, aber mein Lehrer ist so kacke, ich kann mit dem nicht lernen. Alles cool. Du hast doch genau den gleichen Lehrplan. Du hast doch genau das, was der Lehrer dir vermitteln soll. Das kannst du dir auch über YouTube-Videos, kannst du dir auch über das Internet, über das Buch, was auch immer, selbst beibringen und entweder nutzt das, um sehr gut vorzulernen oder gegebenenfalls auch eine schlechte Lehrerleistung auszugleichen, dass du, egal wie der Lehrer ist, sehr gut für die Klausur und vor allem dann auch sehr gut fürs Abitur vorbereitet bist. Und so kannst du quasi über die Lehrpläne die ganze Verantwortung in deine eigene Hand nehmen. Und wenn du dann das Ganze konstant durchziehst, dann kannst du wirklich auch sehr, sehr gute Noten erzielen. Deswegen, in diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich, wirb dich sehr, sehr gerne bei uns aufs Traumabitur-Coaching. Wir freuen uns auf dich und ansonsten denk dran, wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.